Ja, jetzt ist es passiert. Jetzt ist die Düse festgesetzt bzw. zugesetzt an meinem Race-Drucker. Jetzt muss ich die Düse ausbauen, frei brennen und meistens funktioniert das. Wieso sage ich meistens? Naja, das seht ihr halt hier. Da hat es nicht funktioniert bei den Düsen. Und wenn es halt nicht funktioniert, ich habe noch ein paar immer in Reserve. Hier die Ummantelung, die Silikonummantelung, damit die Hitze da besser konzentriert wird und nicht so viel Hitze verloren geht. Die habe ich schon mal rausgebaut oder sagen wir mal entfernt. Die ist dabei zu Bruch gegangen. Jetzt kommt erstmal die Düse da raus und dann zeige ich euch, wie ich das mit dem Freibrennen mache. Es gibt zwei Arten, wie man die Düse wieder reinigen kann. Das ist einmal den Extruder aufheizen, dann Filament einstecken, kalt werden lassen und mit Kraft raus und mit Kraft das Ganze wieder rausreißen. Das funktioniert, wenn das Filament nur vor der Düse irgendwie stecken bleibt, aber nicht in der Düse. Ich habe das Problem, dass ich ein Faserfilament, also sowas wie Holzfilament, gedruckt habe. Und wenn sich die Fasern da drin festsetzen, dann nützt dieses Verfahren nichts, weil an den Holzfasern bleibt halt nichts kleben. Oder an diesen Fasern bleibt nichts kleben. Das Kunststoff, das läuft einfach unten raus und diese Holzfasern, diese Fasern verstopfen dann halt die Düse. Das geht dann nur noch mit hoher Temperatur raus und nicht mit der Temperatur, die der Extruder hier maximal kann. In meinem Fall wären das 300 Grad. Gut, also erstmal ausbauen. Hier ist die Düse und hier seht ihr auch schon direkt, welches Material das ist. Und zwar dieses hier, das grüne. Das ist das ist so ein Pappmaché-Zeugs. Ich weiß gerade nicht, von welchem Hersteller das ist, aber naja, fährt halt voll auf dieser Ökoschiene hier. Dann brauche ich einen Brenner und ich hoffe, da geht ein bisschen was, weil wir haben hier einfach minus 10 Grad in der Bude und da funktioniert Butan nicht so richtig. Oh, ein bisschen kommt. Der Schlauch ist stief. Der ist richtig steif. Okay, das funktioniert schon mal. Und dann halt erhitzen. Ein bisschen schütteln, dass hier mal ein bisschen verdampft wieder. Im Sommer geht das natürlich deutlich besser mit dem Brenner. Meine Düse fängt jetzt so langsam an dunkelrot zu glühen. Bei der Temperatur sollte jetzt alles restlos verbrannt sein.
kann das wieder aus. Den Schlauch entspanne ich auch noch. Dann kann das wieder weg. Dann heize ich jetzt schon mal den Extruder wieder auf 120 Grad und bei 120 Grad baue ich die Düse wieder ein. So, ich stecke schon mal hier durch, den Metallstab durch und guck mal, ob hier frei ist. Nein, war noch nicht ganz frei. Da steckte noch ein bisschen altes Filament drin. Zum Ansetzen gucke ich, dass ich die von Hand gerade angesetzt kriege. So zwei, drei Umdrehungen. Und dann wird die Düse auch wieder schon wieder zu heiß. Den Rest muss ich dann mit dem Schlüssel machen. Und dann heize ich weiter auf machen wir mal 220 Grad. Schneide das Filament hier nochmal ab. Führe das jetzt händisch erstmal ohne Motor ein. Guck, ob ich schon durchkomme. Siehe da, ich komme durch, das heißt, die Düse ist wieder frei. Lass dabei noch ein bisschen durchextrudieren, weil hier in dem rausextrudierten da ist hin und wieder noch mal so ein kleines Stückchen Kohle drin. Da sind noch Kohlestückchen. Solche Kohlestückchen lasse ich noch rausdrücken, indem ich einfach Filament extrudiere. Da ich ja die Düse einmal rausgeschraubt hatte und die Höhe sich eventuell ein bisschen verändert hat, muss ich jetzt einmal den Düsenabstand zum Bett einstellen. Und bei mir kontrolliere ich den Düsenabstand so altmodisch mit einer Visitenkarte. Karte lässt sich so saug und schmatzend darunter dazwischen hin und her schieben und macht dann mal einen Probedruck, ob das funktioniert hat. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Das funktioniert wieder, wenn der Druck fertig ist, in einer Stunde, dann kommt dann noch die Tüttel drüber.